Herzlich willkommen zu Stille Nacht und Feuerwerk, eine Lesung für den Kulturladen Nord, eine Lesung aus dem Ohrenbackensessel, eine Lesung zur Vorweihnachtszeit. In den nächsten etwa 35 Minuten wird es um einen Krimi gehen, der am Heiligen Abend spielt, um eine Novelle, die die Zeit zwischen den Jahren behandelt, um eine Satire und abschließend zwei Weihnachtsgedichte auf Fränkisch. Der Kurzkrimi, mit dem ich starte, ist in diesem Buch hier erschienen, im As Vivendi Verlag. Er heißt schlicht und minimalistisch Wenn und handelt von einem Mitarbeiter bei Siemens. Wenn es an diesem Abend nicht so glatt gewesen wäre, hätte ich den Umweg über die Autobahn nicht genommen. Dann wären mir diese ganzen Sachen nicht widerfahren, die man nie, aber am wenigsten am 24. Dezember brauchen kann. Es ist ja nicht so, dass ich keine Kinder hätte. Sie haben auf mich gewartet, weil Simone noch ein Meeting in der Agentur hatte, das unbedingt vor den Feiertagen abgehalten sein musste. Es stimmt schon, was man in den Magazinen beim Zahnarzt liest. Familie und Karriere sind nicht zu vereinen. Auf der Autobahn ging es im Schneckentempo voran. Der Schnee senkte sich auf den Asphalt. Er fiel so dicht, dass ich das Fahrzeug vor mir, einen Volvo, nur vage sehen konnte. Wir schoben uns mit 20 Stundenkilometern durch eine Eiswüste. Wenn ich bremste, merkte ich, wie schockgefroren der Belag unter den Reifen war. Die Scheinwerfer tauchten die Fahrbahn in ein künstliches Licht. Wie eine seltsam geschuppte Schlange, dachte ich, wenn ich mir den Frankenschnellweg von oben vorstellte. Ich suchte im Rucksack nach meinem Handy. Dabei bemerkte ich hinter mir eine Streife. Der Scheibenwischer der Rückscheibe erlaubte mir diesen Augenblick, bevor die Schneemassen wieder dichter wurden. Schnell blickte ich durch die Windschutzscheibe nach vorne. Ich konnte nur schwer erkennen, was der Mann, ich glaube, es war ein Mann, da machte. Steckte er sich eine Kippe an? Irgendetwas veranstaltete er mit seinen Armen. So oft stellt niemand den Radiosender um, dachte ich. Dann wieder die graue Wand, die einen umschloss und einschloss. Sie erinnerte mich an den Nachmittag, an dem ich beim Drachenfliegen in eine Wolke driftete. Unwetterwarnung damals, doch ich wollte es wissen, weil ich gerade mit Simone zusammengekommen war und mich und das Leben feierte. Es war dunkel und weiß, viel weißer als jetzt, und ich dachte, so sieht es also aus, wenn du stirbst. Wir schoben uns langsam weiter. Die digitale Anzeige neben dem Kilometerzähler machte mich fertig. Eigentlich müsste es jetzt mit der Bescherung losgehen, dachte ich. Doch ich traute mich nicht, Lukas und Yannick anzurufen, wegen der Streife, die hinter mir herfuhr. Vor 2 Wochen hatte ich meinen Führerschein auf Widerruf endlich zurückbekommen. Der Ausstand eines Abteilungsleiters der Informatiker war schuld gewesen. Letzten Sommer, als ich mich für mehr oder weniger unbesiegbar hielt. 4 Cocktails hatten mich ausgenockt und die Beamten, die mir auf der Wache sogar Blut abnahmen. Diese Arschlöcher, dachte ich, als der Scheibenwischer wieder die Sicht freigab. Vermutlich sahen sie mich nicht. Falls doch, wäre es sicher möglich, dass sie mich rausziehen, selbst bei dem Schneegestöber. Ich blinkte und nahm die nächste Ausfahrt auf einem Parkplatz. Keiner bekam es mit. Ich fluchte halblaut und stellte mich zwischen 2 Lastwagen. Kein Netz. Es ist so lächerlich, wie hier in Deutschland das Mobilfunknetz zusammenbricht, wenn es mal etwas extremer schneit. Wären wir in Indien, käme ich damit klar. Aber wir befinden uns auf einer Hauptverkehrsader, die von Siemens-Pendlern wie mir genutzt wird. Ich drückte die Tasten. Ich mochte es nie, wenn ich zu spät komme. Ich kann es auf den Tod nicht ausstehen. Ich habe diesen Perfektionismus in mir, der mir vorschreibt, zur Bescherung daheim zu sein oder zumindest abzusagen. Für einen Moment dachte ich, reihe dich wieder ein. Fahre zurück auf die A73. Du kannst hier ohnehin nichts verrichten.
Ich musste an einen Zeitungsartikel denken, den ich vor Jahren gelesen hatte. Er handelte von einem ICE-Fahrer, der auf offener Strecke stehen geblieben war, den Zug verließ und durch die Wälder streifte. Später meinte er, er wollte sich endlich einmal die Landschaft ansehen. Ich stieg aus und lief über den schneeverwehten Parkplatz bis zur Waldgrenze, wo meistens die Leute hinpinkeln. Der Schnee überdeckte alle Gerüche. Ich drückte wie wild auf dem Handy herum, veränderte meine Position, nichts half. Der Schnee hatte die Macht übernommen und mich zu einer Marionette der Wetterkapriolen gemacht, die auf gut Glück 2 Meter nach links oder rechts gehen konnte. Ich hielt das Handy in die Höhe und an den Schnee und beschloss, wieder in den Wagen zu steigen, als ich ganz kurz Netz hatte. »Lukas«, rief ich, »kannst du mich...« Unterbrechung. »Papa, wir haben...« Störgeräusche. »Angst, Papa!« Vermutlich hätte ich bereits Netz, dachte ich, wäre ich im Auto geblieben. Ich würde mich Meter für Meter weiterschieben. Wahrscheinlich hätte es die Streife hinter mir nicht bemerkt. Mein Telefonat, das verboten gewesen wäre, trotz der Witterung, trotz Weihnachten. »Lukas, ich bin bald...« Der 7-Jährige weinte. Dann brach die Verbindung ab. Das war der Moment, in dem ich in den Wald hineinging. Eine vage, unbegründete Vermutung, dass es dort mit dem Netz besser klappt. Später, Monate später, dachte ich, ich wollte einfach ein wenig Erde unter den Füßen spüren. Ich versuchte wieder und wieder anzurufen, doch mein Signal drang nicht durch. Der Schnee sorgte dafür, dass die Nummer, sobald ich sie wählte, vom Display verschwand. Die Bäume ächzten unter den Schneemassen und die Flocken hörten nicht auf zu fallen. Sogar durch die Bäume hindurch sah ich sie. Flocken, die sich durch die wenigen Lücken in den Kronen hindurchstahlen und niedersanken. Ich sah ihnen nach, diesen vereinzelt durchgekommenen Schneeflocken, als ich Schüsse hörte. Ich drehte mich schnell herum. Ein Jäger, dachte ich, oder ein Wilderer, der seine Frau oder ein Kind verloren hat und am heiligen Abend auf Tiere schießt. Ich duckte mich und begriff sehr langsam, was um mich herum geschah. Die Äste brachen unter dem vielen Schnee. Ich konnte sie nicht sehen, aber hören. Ich muss raus hier, dachte ich, raus zur Parkbucht, ins Auto und endlich heim. Da kam mir die Idee, die ich vorher auch hätte haben können, lange vor dem Telefonat mit Lukas, als ich noch nicht auf die Autobahn gebogen war, doch schon hätte voraussehen können, dass ich nicht rechtzeitig daheim sein konnte. Simone. Daran sieht man, wie sehr man immer vernagelt ist. Meeting hat sowas Heiliges, zumindest dann, wenn du bei Siemens arbeitest. Da darf man nicht stören, das ist wichtig für den Fortbestand des Unternehmens. Wer ein Meeting unterbricht, begeht eine Straftat. Es ist so, als würde man die Monstranz während einer Fronleichnamsprozession entwenden. Immerhin, die eigenen Kinder gehen dann doch noch vor. Wie gesagt, Familie und Karriere sind unvereinbar. Ich kämpfte mich an den überfüllten Abfalleimern vorbei, die so schneebedeckt fast etwas Zärtliches hatten, und tippte Simones Nummer. Ein Tuten. Dann bemerkte ich dieses Auto, ein Golf möglicherweise oder ein Polo. Er stand vor dem vorderen der 2 Laster und ich sah, wie etwas auf den Armaturen durch die Scheibe leuchtete. Ich bekam es nur im Augenwinkel durch eine kleine Lücke mit, an der sich der Schnee nicht halten konnte. Das ist die Sache, wenn ich von wenn spreche. Wenn es nicht so geschneit hätte, wenn sie mir den Schein nicht gezogen hätten, wenn ich vorher schon Netz bekommen hätte, wenn die herunterbrechenden Äste nicht gewesen wären, wenn ich Simones Nummer nicht gewählt hätte, während ich hier stand, hier neben dem Steintisch, nahe den Abfalleimern, der nahe den Abfalleimern wie ein kleiner Altar aussah, hätte ich nicht ihr Handy gesehen, wie es leuchtete und sich abmühte. Dann hätte ich nicht die Tür aufgerissen und den Typen von der Rückbank aus seiner Gebrauchtkarre in den Schnee gezogen. »Packst du es noch?« blaffte ich meine Frau an. »Hast du sie nicht mehr alle? Ich versuche ständig, Lukas und Yannick anzurufen.« Ich war so außer mir, dass ich für einen Moment von oben auf mich herabsah.
Simone blickte mich an, als hätte ich ihr eine tödliche Diagnose anvertraut, einen geheimen Befund, den der Arzt nur mir gesagt hatte. »Wie kommst du hierher?« Sie schüttelte den Kopf. »Du fährst immer anders. Wieso?« Noch während wir uns ansahen, als würden wir uns erst jetzt wirklich kennenlernen, dachte ich, dass wir die Situation in den Griff hätten kriegen können. Da meldete sich der Typ aus dem Schnee heraus zu Wort. Er klopfte sich ab und stellte sich vor mich hin. »Ich hätte einen Vorschlag zu machen.« Dabei grinste er, vermutlich weil kein anderes Gesicht zu dieser Lage passte. »Verpiss dich, du Pisser!« Auch jetzt hätte es einen Ausstieg gegeben, doch der Pisser verpisste sich nicht. »Lass ihn«, sagte Simone, »er hat damit nichts. Du machst mir doch ständig Stress mit deiner Eifersucht. Du wirfst mir doch dauernd vor, dass ich mit anderen Frauen schlafen würde. Du hast doch den Knall von uns.« Simone unterbrach mich, weil ich mir vorstellen kann, dass man fremd geht. Sie richtete ihren Rock, den sie bei der Kälte über einer langen Jeans trug, und sah dabei sehr vernünftig aus. Wieder meldete sich der Typ. Er ist jünger als sie, dachte ich. Genau der Typ, der bei Siemens Karriere macht. »Ich möchte nicht, dass Sie so mit Ihrer Frau reden.« Ich brauchte ungefähr 2 Sekunden, um mir die Situation klarzumachen. Der viele, viele Schnee. Meine Frau, die sich in einem Kleinwagen durch die Gegend vögelte. Meine Kinder, die Angst hatten und zu Hause aufs Christkind warteten. Ich holte aus und traf ihn mit meinem Handy, das ich immer noch in der Hand hielt. Er schlug mit dem Kopf auf eine scharfe Kante des Abfallkübels. Der Typ lag am Boden und zuckte und zuckte. Meine Frau krabbelte aus dem Auto. Ich beugte mich über den Mann. Mir kam die Amsel in den Sinn, die wir vor Jahren auf unserem Balkon in Gostenhof hatten sterben sehen. Sie flog mit Karacho gegen die Scheibe, tropfte auf die Hölzer, die wir da ausgelegt hatten, verdrehte die Augen und starb. »Spinnst du? Bist du komplett verrückt?« Simone schubste mich gegen den Steintisch. »Du begreifst nichts, gar nichts!« Sie schüttelte mich, ohrfeigte mich. Dann schrie sie den Typen an und verabreichte ihm eine Herzmassage. Simone erinnerte mich an eine dieser indischen Göttinnen mit den 8 Armen. Sie hob immer wieder den ihr am nächsten liegenden Arm des Mannes, hielt ihn in die Höhe, er fiel herunter. Ich meinte, es würde ewig so weitergehen, doch Simone hörte abrupt auf und drehte den Kopf zu mir. »Was machen wir jetzt?« »Unsere Kinder warten«, antwortete ich. »Wir können doch nicht einfach, vielleicht lebt er noch, wir müssen zumindest...« »Willst du, dass ich wegen dir eingesperrt werde?« Ich hörte mich reden, doch ich sprach nicht laut. »Wegen dir, weil du es nicht aushältst, nur mit einem Mann zu schlafen?« Simone sah mich an, durch den Schnee hindurch, und ich bemerkte wieder, wie schön sie war. Keine der Standardschönheiten, die ich nie hatte leiden können. Es musste neben ihrem Gesicht und ihrer Figur noch etwas anderes sein, das mich immer wieder in sie verliebt machte. »Du wolltest doch längst daheim sein«, sagte sie. »Es war ausgemacht, dass du...« Ich fragte mich, ob die Stimme zu ihr gehörte, ob das, was sie sagte, ihre Worte waren. Hätte ich ihr einen Vorwurf machen oder vor Meeting oder der Verletzung der Aufsichtspflicht oder etwas ähnlich Albernem anfangen sollen? Ich zeigte auf die Autobahn, die man nur weit, sehr weit entfernt wie durch einen Spiralnebel sehen konnte. Simone stand da, als wollte sie mit dem Asphalt verwurzeln. »Wir müssen sein Auto loswerden«, sagte sie. »Und Falk?« »Falk«, antwortete ich, »okay.« Vielleicht, weil die Zeit anders tickt, wenn man in solche Situationen hineingerät. Vielleicht, weil man sich selbst herausschneidet aus dem, was man Alltag nennt, sah ich erst jetzt diesen zweiten Mann. Er gehörte zu einem der beiden Sattelschlepper. »Braucht ihr Hilfe?« Simone schaltete schnell. »Er ist ausgerutscht«, sagte sie. »So was habe ich noch nie erlebt. Er ist ein Freund von uns.« Der Lastwagenfahrer beugte sich hinunter und suchte nach Falks Puls. »Hm«, sagte er, »weiß nicht.« Er wollte einen Krankenwagen anrufen, doch wieder schlug die Verbindung fehl.
Wir nehmen ihn mit, sagte ich. Würden Sie bitte... Ich nickte zu Falk, der vor uns im Schnee lag. Es war ein seltsamer Totentransport, den ich da chauffierte. Der Schnee flockte immer noch dicht zur Erde. Falk schlenkerte auf der Rückbank von einer Seite zur anderen. Ich griff nach hinten, schnallte ihn ab und rollte ihn. Wir fuhren immer noch ziemlich langsam in den Fußraum. Simone blieb dicht hinter mir. Jetzt, dachte ich, könnte ich sogar telefonieren. Ich lachte ein wenig zu laut und schaute aufs Handy, kein Netz. Schließlich machte ich ein Zeichen im Rückspiegel, dass alles in Ordnung sei. Erst fuhren wir 30, dann 40, dann 70. Nach der Ausfahrt sah ich die ersten Räumfahrzeuge. Sie schipperten mit ihren insektenartigen Maschinen über die großen Zufahrtswege und blinkten und streuten Salz. Wir stellten Falks Wagen in die Garage, die wir gemietet hatten, und stiegen die Treppenstufen des Altbaus nach oben. Ich hatte das Gefühl zu schlafen, während uns Lukas und Yannick angsterfüllt und wütend die Türe aufmachten. Ich schlief während der Bescherung und des Kartoffelsalats und der Würstchen hinterher. Ich hatte die Augen auf, doch ich bekam nichts mit, während wir einen Schreckfilm schauten und die Kinder danach ins Bett brachten. Auch Simone wirkte in manchen Momenten abwesend, als hätte sie ein starker Magnet aus sich herausgezogen, als wäre sie implodiert. Wenn die Kinder was fragten, war sie sofort wieder in der Gegenwart. In der Küche nach einem letzten und einem allerletzten Gute-Nacht-Lied konnte ich mich nicht mehr zusammenreißen. Ich bin nicht mehr Teil dieser Gesellschaft, dachte ich. Ich holte aus dem Kühlschrank die große Martini-Flasche und setzte sie an die Lippen. Lukas erwischte mich, doch er schien nichts zu sehen. »Papa«, sagte er, »ihr wart heute weg.« Ich ging vor ihm in die Hocke. »Der Schnee«, sagte ich. »Die Straßen waren total verstopft. Ich hatte kein Netz, ich konnte nicht anrufen und als ich durchkam, habe ich dich nicht verstanden.« Ich sah ihn an mit meinem wahnsinnigen, vom Martini etwas heruntergedimmten Blick. »Seid ihr heute Nacht weg?« »Nein«, antwortete ich, »geh jetzt schlafen.« Wundersamerweise machte er, was ich von ihm verlangte. Ich kippte die halbe Flasche in mich hinein. Simone saß im Esszimmer am Tisch. Sie hatte einen Zettel vor sich, auf dem sie eine Pro- und Kontraliste führte. Das letzte Mal hatte ich sie mit einer solchen Liste gesehen, bevor wir uns für eine Wohnung entschieden und diese gekauft hatten, mitten im einstigen Glasscherbenviertel, wo es sich nur noch Leute wie wir leisten können. »Wir haben sein Handy«, sagte ich. »Wir haben sein Auto. Es wäre Irrsinn, die Polizei zu rufen.« »Er lebt allein«, Simone wandte sich ab. »Meine Fahne, vielleicht auch der Ausdruck meiner Augen«, dachte ich. »Du hast ihn geliebt, oder?« »Ich habe mit ihm geschlafen, das ist ein Unterschied.« »Ha! Diesen Unterschied versuche ich dir ständig zu erklären.« »Dir und deiner Eifersucht«, wollte ich noch hinzufügen. Manchmal kam mir die Eifersucht wie ein eigenes Wesen vor, das außerhalb ihres Körpers lebte. Ein kleiner Teufel, der hinter Simones Kopf hervorlugte und nur auf den ersten Blick lustig war. »Also, hast du was mit anderen?« »Wir haben alle was mit anderen«, antwortete ich. Simone sah mich an mit ihren großen Augen, Scheinwerferaugen. Sie beugte sich wieder über die Liste. »Warum regt es uns dann so auf?« Darauf wusste ich keine Antwort. Ich wusste nur, wir mussten das Auto, Falk und sein Handy loswerden. Zumal es um Lukas und Yannick ging. »Sie sollen keine Angst haben«, dachte ich, »nie mehr, während der Schnee vor den Fenstern leiser wurde. Er bleibt eh nicht liegen«, sagte Simone. Es geht weiter mit einer Novelle, die, wenn man so will, und im Gegensatz zum Krimi, autobiografische Wurzeln in Nürnberg hat. Sie ist als Fortsetzungsgeschichte in den Nürnberger Nachrichten erschienen und zusätzlich im, wie ich finde, sehr schönen Reklam-Hardcover-Band Stille Nacht und Feuerwerk. Ich habe hier mal ein leicht vergrößertes Cover mitgebracht, denn ausgerechnet heute sind mir die Bücher ausgegangen. Ich hätte gerne aus dem Buch gelesen, ich
kann jetzt nur dieses ausgedruckte Cover bieten. Wie gesagt, das ist ein wirklich sehr schöner Band, einer, der sich sicher auch als Weihnachtsgeschenk eignet. Es sind zahlreiche Autoren vertreten, unter anderem auch Wiglaf Droste oder Georg Kreisler. Ich lese einen Auszug aus diesem Band, aus der Geschichte Zwischen den Tagen. Ich war überrascht, weil der Möbelwagen am 24. Dezember vor dem Fußgängerweg des vierstöckigen Mietshauses in Nürnberg parkte. Da stand eine Ampel, weshalb es sich am heiligen Abend in unserer Straße staute. Ich war damals 12, eigentlich noch 11, aber ich spürte, wie ich eine Grenze überschritten hatte. Diese Grenze in Worte zu fassen, wäre nicht möglich gewesen. Zumindest für mich nicht. Ich sah aus dem Fenster, was ich manchmal tat, wenn ich mich ablenken wollte, weil die Langeweile schwer auf mir lastete. Ich sah eine Frau und ein Mädchen. Sie stiegen aus. Der Möbelpacker, der den Wagen gefahren hatte, ließ eine Ladeklappe herunter. Es dauerte, bis die Klappe nach unten fuhr. Ich beobachtete das Mädchen, das in etwa mein Alter hatte. Später, als ich Schindlers Liste sehen sollte, erinnerte mich die Szene mit dem rotmanteligen Mädchen an sie. Wobei ich sie nicht als Kind sah. Ich sah mich selbst nicht als Kind, doch als erwachsen sah ich mich auch noch nicht. Ich ging aus meinem Zimmer zur Wohnungstür. Die Stiefel meines Vaters fehlten. Er war mit den letzten Weihnachtseinkäufen beschäftigt. Meine Mutter werkelte in der Küche herum. Ich streifte die Turnschuhe über und trat in den Hausflur. Kann ich helfen? Das Mädchen sah mich ganz seltsam an. Ich glaubte zu sehen, dass sie geweint hatte. Ja, antwortete ihre Mutter, ich bin Katja. Sie deutete auf ihre Tochter. Das ist Lara. Wir sind jetzt Nachbarn. Das war neu für mich. Wieso sagte sie nicht, ich heiße Frau Hohlfelder oder Frau Neumeier? Wieso verriet sie mir ihren Vornamen? Die nächsten Stunden schleppte ich kleine Kartons und Möbelstücke, die mir einige Male zu schwer waren, in den vierten Stock. In die Wohnung gegenüber unserer, die genauso geschnitten war, aber kahl aussah. Es hallte in ihr. Auf den Kartons standen die Zimmer, in die die Kartons sollten. Manche Räume waren schon derart voll, dass ich über Kisten klettern musste, wenn ich wieder hinaus auf den Hausflur wollte. Oft begegneten wir uns, Lara und ich, wenn wir im Treppenhaus hinauf und hinunter liefen. Manchmal lächelte sie, wenn sie mich sah, aber nicht immer. Ich versuchte, ein System in ihr Lächeln zu bringen. Lächelte sie, wenn wir im dritten oder im zweiten Stock aneinander vorbeiliefen. Lächelte sie, wenn sie hinauf oder hinunterstieg. Lächelte sie, wenn ich mich mit einem besonders sperrigen Teil abplagte. Lächelte sie, wenn ich eine Topfpflanze nach oben trug, weil ich mich erholen wollte von den schweren Kartons zuvor. Es gab Belege für die eine oder andere Vermutung. Ich brachte keine Gesetzmäßigkeit dahinter. Kurz vor den letzten Stücken, während der Möbelpacker die Laderampe wieder nach oben fuhr und die Autos vor der Ampel ein wenig aufatmeten, passte ich sie ab an den Briefkästen. »Wieso wohnst du hier?« »Mein Papa hat sich von uns getrennt.« Ich wusste nur ungefähr, was sie meinte. Bei uns gab es das damals nicht, wobei bei uns unsere Verwandtschaft heißt. Ich hatte von so etwas schon gehört, auch wenn ich nicht wusste, welche Folgen damit ganz genau verbunden waren. »Geht er zu anderen Frauen?«, fragte ich etwas vorschnell. »Zu einer«, sagte sie, »zu meiner Lehrerin.« Ich war vollkommen durcheinander. Wie konnte es sein, dass Laras Papa mit ihrer Lehrerin durchgebrannt war? Das passte nicht in mein Weltbild. Da stimmte etwas ganz und gar nicht. »Kommst du später noch rüber?« »Zu euch?«, fragte ich bass erstaunt. »Heute an Weihnachten?« Sie nickte. Dann rief ihre Mutter etwas. Wir nahmen die letzten Kisten, der Möbelpacker stieg in die Fahrerkabine und knallte die Türe zu. Durch die geriffelten Fenster des Treppenhauses beobachtete ich, wie der Lastwagen wieder wegfuhr. Die Bescherung erlebte ich anders als die Bescherungen der letzten Jahre. Es klingelte. Längst wusste ich, dass es kein Christkind gab, doch das Klingeln hatten wir beibehalten. Die Wohnzimmertür ging auf und es
leuchtete mir entgegen. Der geschmückte Baum, die strahlende Dunkelheit um mich herum, die Geschenke beschützte. Das war wie immer. Und dennoch, ich war nicht anwesend. Ich betrat den Raum und verhielt mich wie letztes Jahr und Jahre vorher, doch ich musste meine Mimik und meine Bewegungen von außen steuern. Ich packte die Geschenke aus, ich freute mich, doch dieses Freuen war nicht mein Freuen, es war das Freuen eines anderen, ein Pflichtfreuen, weil ich meine Eltern unter keinen Umständen enttäuschen wollte. Wer weiß, vielleicht würden sie sich dann auch trennen. Wir aßen, wir sangen, mein Vater las die Weihnachtsgeschichte vor, meine Mutter brachte einen Teller mit selbstgebackenen Plätzchen. Es war wie jedes Weihnachten, an das ich mich erinnern konnte. Wir schauten uns die Geschenke an, die wir uns gewünscht hatten, und wir spielten das Spiel des Jahres. Ich glaube, es hieß auf Achse. Später, gegen 8:30, klingelten meine Großeltern an der Wohnungstür. Mein Vater machte Glühwein nach einem eigenen Rezept. Meine Eltern und meine Großeltern saßen zusammen und spielten Karten. Romy, sie schimpften auf ihre Spielblätter und lachten. Ich zog mich zurück in mein Zimmer. Zwei Stephen King Bücher hatte ich bekommen, Cujo und Es. Ich vertiefte mich in die ersten Seiten, doch die Sätze schwammen von mir davon. Ich legte die Bücher zur Seite und schlich mich am Wohnzimmer vorbei, wo meine Eltern und Großeltern spielten. Sie sprachen laut, wie man es nach mehreren Tassen Glühwein macht, wenn man darüber hinaus noch Karten spielt. Sie bemerkten nicht, wie ich vorsichtig und leise in die Schuhe schlüpfte, mir meine Jacke schnappte und die Tür in Zeitlupe aufmachte und wieder zuzog. Im Hausflur roch es nach Weihnachten. Viele der Parteien unter uns feierten. Ich lief zur gegenüberliegenden Tür und klopfte. Es dauerte, bis ich Schritte hörte. Ja, wer ist da? Es musste Frau Schreiner sein, wie ich auf dem Türschild las. Jonas, sagte ich, von nebenan. Ich hörte, wie sie die Türkette durch eine Schiene schob. Dann stand Frau Schreiner vor mir. Heute ist Weihnachten, sagte sie. Heute sollte jeder bei sich zu Hause sein. Ist schon gut, Mama. Ich habe Jonas gesagt, dass er klopfen darf. Frau Schreiner blickte Lara an und ich erkannte, auch wenn ich das niemals so hätte sagen können, dass sie zunächst streng sein und den Ausflug ihrer Tochter mit mir verbieten wollte, dann aber daran dachte, wie anders dieses Weihnachten in der neuen Wohnung war, mit einem winzigen Baum, den ich leicht nach oben getragen hatte. Frau Schreiner nickte und machte den Eingang frei. Lara nahm mich bei der Hand. Dann sprangen wir nebeneinander die Treppenstufen hinunter. Hinter manchen Türen hörten wir Weihnachtslieder. Musik aus dem Radio, aber auch Fernsehgeräusche. Es lief ein James-Bond-Film, Moonraker mit Roger Moore, wie ich in unserer Fernsehzeitschrift gesehen hatte. Meine Eltern hätten ihn sowieso nicht erlaubt, dachte ich, während die Treppen unter uns größer und kleiner wurden. Am Heiligen Abend schaut man nicht. Zum ersten Mal war ich froh über diese Regel. Vom Erdgeschoss ging es nach den Briefkästen rechts hinab in den Keller zu einem dunklen Gang, in dem die Tonnen standen. Er führte zu einer Tür mit einem kleinen Fenster, durch die man in einen Hof gelangte. Dort im Hinterhof standen wir zwischen Kisten mit verfaultem Gemüse, die der Obsthändler hier abstellte, der im Erdgeschoss einen Laden hatte, blickten hoch zu den wenigen Sternen, die in einer Stadt zu sehen sind, und redeten. Meine Eltern haben sich dauernd gestritten, sagte sie. Nach einer kurzen Pause fügte sie noch hinzu, mein Papa ist am ersten Advent gegangen. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, also erzählte ich von den Büchern, die ich gelesen hatte. Ich sagte ihr, wie langweilig ich das Ende der unendlichen Geschichte gefunden hatte, wie ich das Buch weglegte, 20 Seiten vor dem Schluss, und erzählte von Stephen King, von einer Kurzgeschichte über einen Mann, der auf einer Insel nach einem Schiffsunglück überleben muss. Sie redete von der Schule, von den Freundinnen, die sie hatte, und von den Lehrern, die ihr schlechte Noten gaben. Wir redeten aneinander vorbei und fanden wieder zusammen. Irgendwann küsste sie mich auf den Mund. Ich erschrak etwas und wusste gar nicht mehr, was ich sagen sollte. Doch ihre Silhouette prägte sich mir ein, wie sie sich abhob vor einer Mauer, an die die Kisten mit dem Gemüse lehnten. Ich nahm
ihre Hand und ich ließ ihre Hand nicht mehr los. Ich traute mich nicht, sie auch auf den Mund zu küssen. Einmal berührte ich vorsichtig ihre Haare, doch sie wehrte meine Hand ab. Vermutlich wären wir bis zum nächsten Morgen und die Tage danach bis Silvester hier unten gestanden, auf dem kleinen und engen Hof. Die Balkone der Wohnungen beugten sich zu uns herunter. Der Ausschnitt des Himmels, um dem die Häuser standen, der Kastanienbaum hinter der Mauer und die wenigen Sterne, wenn nicht Laras Mutter heruntergerufen hätte, dass wir nach oben kommen sollen. »Du weißt doch, wir sind bis Silvester bei Onkel Klaus.« Die Worte kamen erstaunlich laut bei uns an. Was vielleicht am Hall dieses Hofes lag, obwohl Katja unmöglich so laut gesprochen haben konnte. Niemand brüllt von einem Balkon aus dem vierten Stock an einem heiligen Abend in die Dunkelheit. Niemand tut so etwas, weshalb es Katja auch nicht getan haben konnte. Ich ließ Laras Hand los und lief hinter ihr die Treppen nach oben in den vierten Stock. Die Tage vergingen wie Tage hinter den Scheibenwischern eines Autos. Man sitzt da drin und es verschwinden die Grenzen von Zeit und Raum. Stunden wischten an mir vorüber und dann wieder dehnten sich die Minuten. Ich hörte den Sekunden zu. Sie fielen wie dicke Regentropfen, die über, hinter und vor mir zerplatzten. Manchmal schlich ich, wenn mich keiner bemerkte, zur Wohnungstür gegenüber und horchte daran. Einmal hörte ich ein Geräusch. Es konnte knackendes Holz gewesen sein. Ein Geräusch, das ein bewohntes Haus eben macht. Ein Mietshaus obendrein, vierstöckig und voll von Mietern, die Verwandte und Familienmitglieder bei sich hatten oder ausgeflogen waren. Wohnungen, in denen der heilige Abend noch nachhing. Ich war sofort angepackt, als ich dieses Geräusch vernahm. Ist sie vielleicht doch früher zurück? Einmal erwischte mich mein Vater, während ich an der Türe lehnte. Ich presste ein Ohr an das lackierte Holz, an dem die Acrylgerüche nur noch sehr schwach zu riechen waren. Lösungsmittel der Nachkriegsgeneration, die heute längst verboten sind. »Was machst du da?« fragte er. Ich fühlte mich, als hätte er mich beim Klauen erwischt. Als würde ich die Praline lesen, eine der Illustrierten, auf die wir damals einen scheuen Seitenblick beim Zeitschriftenhändler warfen. »Da ist eine Katze drin«, sagte ich. »Die haben ihre Katze da drin vergessen.« Mein Vater runzelte die Stirn. »Hast du sie miauen gehört?« »Nein«, sagte ich, »aber springen.« Mein Vater presste sein Ohr gegen die fremde Wohnungstür. »Ich höre nichts«, sagte er. Meine Mutter erschien im Türrahmen. Sie trat in den Hausflur und fragte, »Was macht ihr da?« »Die Nachspeise wird warm, kommt rein!« Ich hatte mir schon ausgemalt, wie mein Vater die Feuerwehr rufen und in die fremde Wohnung eingebrochen werden würde, allein wegen meiner Ausrede. Doch nichts geschah. Die Tür blieb ein Mysterium, wie die Tage hinter den Scheibenwischern. Nachts es. Muss der zweite oder dritte Tag nach Weihnachten gewesen sein, wachte ich einmal auf, weil ich Geräusche aus dem Esszimmer hörte. Dort stand eine Couch. Auf der schliefen mein Bruder und Petra, seine Freundin. Sie lebten längst zusammen in einer Wohngemeinschaft in Hamburg. Doch zwischen den Tagen besuchten sie uns und übernachteten auch bei uns. Ich stieg aus dem Bett und verließ mein Zimmer. Aus dem Schlüsselloch im Esszimmer drang ein kleiner Lichtstrahl. Noch vor einem Jahr wäre ich entweder zu meinen Eltern oder zurück ins Bett gerannt. In dieser Nacht beugte ich mich zum Schlüsselloch. Ich sah etwas, das ich sonst nur auf den Titelseiten der Zeitschriften sehen konnte. Ich griff in die Schlafanzughose. Wieder im Bett konnte ich lange nicht schlafen. Doch ob es wirklich so lange war, lässt sich im Nachhinein nicht mehr sagen. Denn die Zeit ist subjektiv und persönlich, wie alles subjektiv und persönlich ist. Doch es ist deshalb nicht weniger wahr. Hätten wir damals Handys gehabt, hätte ich vermutlich alle 10 Minuten darauf geschaut. So konnte ich nur warten, abwarten, die Stunden zählen. Mails gab es nicht. Die wenigsten Haushalte hatten ein Faxgerät. Und weshalb hätte sie mir ein Fax schicken sollen? Wozu? Doch auch einen Anruf erwartete ich nicht von ihr. Trotzdem zuckte ich zusammen, wann immer das Telefon klingelte, oder es an der Türe schellte. Meist waren es Verwandte, die uns frohe Festtage wünschten und bei denen ich mich bedankte für die Geschenke und das in Briefkuverts und in Weihnachtskarten versteckte Geld.
Stephen King half mir in diesen Tagen. Ich lag auf dem Bett und las. Ich weiß noch, wie er mich hineinzog in die Geschichte, wie er mich einwickelte und einspann in sein Universum, wie ich wegrutschte in eine andere Welt und Zeit. Ich weiß sogar noch, wie die Bettwäsche gerochen hat und wie ich mich nur erhob, wenn es Essen gab. Weihnachtsgans am ersten Feiertag, Braten am zweiten, den wir in einem Gasthaus aßen, zu dem wir hinspazierten und wie ich mich weigerte, aber dennoch mit musste. Die Tage danach ernährten wir uns von Resten, die von den Festtagen übrig waren. Der Kühlschrank war voll davon. Meine Eltern klagten über ihre aufgeblähten Mägen und meine Mutter betonte, dass ab sofort Schmalhans Küchenmeister sei. Man müsse sich halten, eine Redewendung in Franken, die so viel bedeutet wie sich zusammenreißen, Buße tun, weniger Kalorienreiches zu sich nehmen, jetzt nach so vielen fetten Speisen. Soweit dieser Auszug. Die Geschichte geht natürlich noch weiter. Wie gesagt, wer möchte und wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, kann sich auch gerne bei mir melden. Ich bekomme in den nächsten Tagen wieder einige Exemplare zugeschickt. Meine Mailadresse findet ihr auf der Webseite fair-gefisch.de, meine Autorenseite, oder einfach nach Matthias Kröner, Autor, googeln. Die Lesung wäre jetzt vorbei. Wer noch Lust auf einen kleinen Nachschlag hat, ich habe noch eine Satire und zwei Gedichte dabei. Die Satire ist in Weihnachtsgeschichten am Kamin, Band 26 erschienen, einem Rowold-Band, und sie heißt Delirium Tremens oder Der Aufstand der Hohlkörperindustrie. Ich weiß nicht, ob es am Weizen lag, es war schon das vierte in dieser Nacht, oder einfach an der vorgerückten Stunde, in der sich die Dinge von selbst entwickeln. Jedenfalls setzte er sich neben mich an den Tresen. Er war in voller Montur erschienen, mit langem Rauschebart und diesem roten Mantel, wie man ihn aus den Weihnachtsfilmen im Kino kennt. Er rief nach dem Kellner und bestellte gebratenes Rentier. »Wissen Sie«, sprach er mit sonorer Stimme in meine Richtung, »was das Schlimmste im Leben ist?« Ich nippte an meinem Bier, doch ich sagte nichts. »Wenn sich alles jedes Jahr wiederholt. Im August stehen wir in den Regalen der Supermärkte. Wenn die Kinder im Freibad spielen, schwitzen wir uns in der Aluminiumverpackung zu Tode. Wir haben in dieser Jahreszeit nichts verloren. Ja, wenn wir im November erscheinen würden, doch Ende August...« Er nahm einen Schluck vom Grog. Der behäbige, große Mann wirkte gutmütig. Ich hatte nicht die geringste Angst, fragte nach einer Zigarre und ließ ihn reden. »Jedes Jahr«, paffte er, »animiere ich meine Kollegen zum Ausbruch. Und dieses Mal wird es klappen. Wir brauchen Strickleitern. Strickleitern und einen guten Glasschneider. Wir fliehen«, sagte er und trank den heißen, dampfenden Rum in einem einzigen Zug hinunter. »Etwas Besseres als den Hitzetod finden wir überall.« »Den Osterhasen geht es nicht anders«, fing er nach einer kurzen Pause wieder zu lamentieren an. »Nur umgekehrt, die frieren, wenn sie in die Regale kommen. Ich frage mich immer wieder, wer uns zu diesen unmöglichen Zeiten eigentlich einkauft. Wer ist so wahnsinnig und beißt im Hochsommer in einen Weihnachtsmann? Wer denkt im Februar schon ans Nestersuchen?« Ich nickte, doch hielt mich erneut zurück. Wie so oft war ich chronisch pleite und verging mich nur selten an Hohlkörpern aus Schokolade. Mein Boykott war ein stiller, ein erzwungener Boykott, der sich in erster Linie über die Käufer wunderte. Irgendwer, dachte ich, muss dieses Zeug ja mitnehmen. Ich sympathisierte mit den Dominosteinverächtern, den Spekulatius-Hassern, die Kraft besaßen, bis zum ersten Advent zu warten. »Dieses Jahr«, führte der Weihnachtsmann seine Rede fort, »marschieren wir nach Berlin. Wir stellen uns vors Bundeskanzleramt und wir singen Weihnachtslieder. Millionen von uns werden die Melodien trällern. Ende August singen wir Stille Nacht, jeden Tag von 8 Uhr bis 18 Uhr. O du Fröhliche werden wir intonieren. Ihr Kinderlein kommet, zu Bethlehem geboren. Wir werden in zahlreichen Legionen aufmarschieren. Jede halbe Stunde wird durchgewechselt. Wir«, er schlug sich mit der Faust auf die hohle Brust, »wir gehen Gandhis Weg.« In diesem Augenblick schwang die Türe auf. Erst dachte ich, dass es soweit ist.
weiße Mäuse, Delirium tremens, dann sah ich etwas Weißes hoppeln. Der Hase setzte sich neben uns an die Theke. Der Deal geht klar, sagte er zu dem Mann in Rot, während seine Ohren wie Antennen nach oben fuhren. Gruppe Nord, Nordost und Südwest sind einverstanden. Ab nächste Woche können wir alle Eier abholen. Beide kicherten und sahen sich konspirativ in die Augen. Wir werden sie mit den Dingern zuballern. Die sollen drauf ausrutschen. Alles, sagte er, während er mit einem Karottensaft on the rocks auf das Gelingen des ungewöhnlichen Planes anstieß, soll in Eidotter untergehen. Das Kanzleramt wird eine einzige galertartige Blase, bis sie auf unsere Wünsche hören und endlich das Hohlkörpergesetz verabschieden. Wer Weihnachtsmänner und Osterhasen verärgert und Weihnachtsmänner und Osterhasen länger als einen Monat vor einem Kirchenfest in Umlauf bringt, wird mit Freiheitsstrafen nicht unter 5 Weihnachtsmärkten bestraft. Der Mann im Mantel strich sich sorgfältig über den weißen Bart. Als er die wieder borstigen Haare geordnet hatte, blickte er unerwartet in meine Richtung. »Haben Sie eine Meinung in dieser Sache?« Auf diese Anrede war ich nicht gefasst. Vorsichtig sagte ich, was ich dachte. Um die Kinder tut es mir leid. Wenn ihr wirklich die ganzen Aktionen durchzieht, wird niemand mehr feiern wollen. Dann ist die besinnliche Atmosphäre vergiftet. Ich wollte nicht zu moralisch sein, doch die Worte purzelten aus mir heraus. Der Weihnachtsmann stützte den schweren Kopf in seine beiden Hände. Für Minuten sah es so aus, als würde er die einzelnen Argumente abwägen. »Dieses Fest«, sagte er schließlich, »ist das Fest der Kinder. Die können wir nicht enttäuschen.« Damit erhob er sich, legte ein paar Dukaten aus echtem Gold auf den Tresen und verschwand unter dem Halleluja der Engel im Schwarz der Nacht. Der Hase seufzte und bestellte erneut Karottensaft, jetzt einen doppelten. »So ist es immer«, sagte er resigniert, »jedes verdammte Jahr. Irgendwann fragt er einen Fremden, der nichts mit der ganzen Sache zu schaffen hat, und bringt uns von unseren Plänen ab.« Noch lange saß ich mit dem Osterhasen am Tresen. Schließlich legte er seine Ohren zurück und reichte mir zum Abschied die Pfoten. »Nächstes Jahr«, sagte er und verzog die Mundwinkel zu einem feinen Lächeln, »wenn wir nächstes Jahr wieder ab Anfang Februar in den Läden stehen, ziehen wir die Sache eben alleine durch.« Zwei Gedichte sind es noch, wie versprochen. Zwei Gedichte, die diese Adventslesung abschließen. Sie beziehen sich aufeinander. Sie spielen mit und auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt. Erschienen sind sie in Daheim und Anderswo, meinem fränkischen Gedichtband, der bei Aspivendi veröffentlicht ist. Im ersten spricht ein Zwetschgenmännler. Playmobil oder ein Zwetschgenmännler wird depressiv. Ich wäre gerne mal der Figur vom Brandstätter. Dann tät mir ans in die Hände nehmen und mit mir spielen. Dann tät ich was der Lehm auf der Ritterburg. Dann wäre ich wirklich da. So stehst bloß rum. Der Staub legt sich auf dich. Eine dünne Schicht, die grauer und immer grauer wird. Und wenn du erst einmal dort bist, im Kinderzimmer, am Fensterbrett, weit weg von dem, wo was los ist, schaut die Kanz mir an. Die Drachen und König, die sind am Lehm. Komm her und hol mir dazu. Steck mir ein Schwert nahe in die alten Zwetschgen. Hau mir an am Dez. Zeig mir einen Schatz vom Piratenschiff. Hau mir rum, zerleg mich, mach mir fertig und mach mir ganz. Aber lass mich mit, du. Auch wenn ich danach nimmer bin. Ich will nicht bloß warten. Warten aufs nächste Fest, bis mir anders ablöst. Das zweite Gedicht, das sich in gewisser Weise darauf bezieht, diesmal aus Kindersicht geschrieben. Es heißt »Wann gä man ham?« oder »Der Christkindlersmarkt« aus Kindersicht. Hindern, 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 hindern. Oh, drei Meckler. Hindern, 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 hindern. Christbaumkucheln, total langweilig. Die darf eh nicht anlangen. Hindern, 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 hindern. Mama, wann gehen wir heim? Hindern, 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 hindern.
Jetzt krieche wieder ein Zwetschgermännler. Mit dem kannst nix anfangen. Nicht einmal essen darfst das. Und wenn's da mitspielst, verliert sein Kopf oder sein Nasen. Hindern, 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 hindern. Glühwein, bäh. Hindern, 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 hindern. Baba, wann gehen wir heim? Hindern, 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 hindern. Oh, brande Mandeln. Hindern, 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 hindern. Hör ich einmal zu, was jetzt kommt. Hindern, 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 hindern. Ihr Herren und Frauen, die ihr einst Kinder wart. Hindern, 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 hindern. Ihr Kleinen am Beginn der Lebensfahrt. Hindern, 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 hindern. Ein jeder, der sich heute freut und morgen wieder plagt. Hindern, 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 hindern. Hört alle zu, was euch das Christkind sagt. Hindern, 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 hindern. Vielen Dank. Frohe Weihnachten. Alles Gute.